Neuer Tag, neuer Booster, Folge 1323. Ja, schon eine ganze Menge, was ich hier auf meinem Kanal an Booster Packs geöffnet habe. Und wir haben heute als Anführerkarte Chewbacca. Der Gute fehlt uns, glaube ich, auch noch. Dann habt ihr hier einmal die Anführereinheitenversion von ihm. Und wir haben die Shopper-Basis als Alternativ-Artwork auch noch mit der Sammlernummer 296. Ich glaube, die Shopper-Basis an und für sich haben wir schon mal gezogen, allerdings noch nicht in diesem alternativen Artwork. Und dann hier zum Schluss nochmal Schildrüstung als Marker-Upgrade. Ja, Alternativ-Artwork ist das dann immer, wenn der Kartenrahmen nicht schwarz ist, so wie jetzt bei Chewbacca gerade im Hintergrund zu sehen, sondern eben Full Art. Ja, das finde ich auch immer sehr nice. So, dann Volltreffer, eine Taktikkarte. Dann haben wir 2-1B medizinischer Druide. Imperiale Abfangjäger. Ordensverleihung. Stimmt, da standen die, war das nicht bei Episode 5 zum Abschluss, wo die dann da in der großen Halle standen, Episode 4 meine ich, und wo die dann geehrt wurden, weil sie ja den Rebellen geholfen hatten, den Todesstern zu vernichten. Erfahrener Strandtruppler, dann Patrouillenschiff, kenne ich gar nicht, habe ich auch im Film noch nie gesehen, möchte ich sagen. T-Jäger der Minengilde. Maximale Feuerkraft. Gewiefter Schmuggler. So, jetzt haben wir eine Ankommenkarte. Die dunkle Seite der Macht. Die haben wir aber auch schon in Holo gezogen. General Dodonna. Kennen wir, glaube ich, auch schon. Bib Fortuna. Das war ja der Diener von Jabba. Schwarz 1. Oh Gott, ob sie da die ganzen Einheiten, Rot 1 und sowas auch noch alle bringen. Ist eine legendäre übrigens sogar, sehe ich jetzt erst. Nice. Und unsere Holo-Karte heute leider wieder nur eine Kamen, Siedler-Miliz. Ja, bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.